Ausbildungsende 2023. Den besten Azubis der Industrie- und Handelskammer Magdeburg kommt eine besondere Ehre zuteil. Die besondere Würdigung ihrer Leistung, das sind unsere Besten dieses Jahres und es ist eine ganz besondere Ehrung, dass wir hier die Berufsbesten auszeichnen dürfen. Die haben das beste Ergebnis in ihrem jeweiligen Beruf und wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, so viel tolle Jugendliche hier auszeichnen zu dürfen. 68 junge Erwachsene trafen sich hierzu am 18. November in der Johanneskirche. 3 Jahre haben sie gelernt und im Sommer ihre Prüfungen absolviert. Bei magischen Lichtverhältnissen wurden die ehemaligen Azubis von Stefanie Klemmt durch die Veranstaltung geführt. Nicht nur als Beste Sachsen-Anhalts, auch als Bundesbeste setzte sich Anna-Maria Kopilovic durch. Sie ist jetzt Fachinformatikerin für Anwendungstechnik bei der Sulzer GmbH. Tatsächlich gerechnet damit habe ich überhaupt nicht. Das war für mich eine ganz große Ehre, eine ganz große Sache, als ich das Schreiben auch bekommen hatte. Erstmal von der IHK und dann noch von der DIHK. Also für mich auch eine unfassbare Ehre, gerade auch als Frau in diesem Berufszweig ausgezeichnet zu werden. Wirklich ganz, ganz toll. Adrian Weigel ist ebenfalls Bundesbester. Er lernte Bergbautechnologie mit der Fachrichtung Tiefbautechnik bei K+S. Ja, ich wurde sehr gut begleitet und ich denke, das ist auch eine Tradition aus dem Bergbau irgendwo, dass das Ganze doch wohl so groß ist, halbwegs familiär abläuft und gerade in den Gewinnungsrevieren eine sehr schöne Atmosphäre herrscht. Ihre Auszeichnung und Ehrung erhielten die ausgebildeten Fachkräfte vom Präsidenten und vom Hauptgeschäftsführer der IHK, Klaus Olbricht und André Rummel, sowie der Staatssekretärin Stefanie Pötsch. Ich denke, Ausbildung ist ein ganz toller Start in das Berufsleben und man muss sich heutzutage unter so vielen Möglichkeiten der Karriere und der beruflichen Entwicklung entscheiden. Und ich bin davon überzeugt, dass die Wahl einer Ausbildung der richtige Start ist und auch für Jugendliche, die in der Schule sind und die sich jetzt für einen Beruf orientieren, dass das ein Ansporn ist, ich kann hier Bester werden und oder Beste und kann meinen Weg mit der Ausbildung gehen. Nach der Ausbildung hat sich Anna klare Ziele gesetzt. Also erstmal auf jeden Fall weiterarbeiten, mich weiterbilden, weiter zertifizieren, einfach weiter nach vorne schauen. Dass den beiden ihre Ausbildung gefallen hat, zeigt sich nicht nur am guten Ergebnis. Die Ausbildung war äußerst spannend und auch sehr abwechslungsreich und hat mich tatsächlich sehr weitergebracht. Das freut nicht nur Stefanie Klemmt, sondern hoffentlich genauso die Ausbildungsbetriebe und letztlich alle zukünftigen Auszubildenden im Kammerbezirk. Im zweiten Teil der Veranstaltung stieg die Lebenserfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer um einige Jahre. Alle 2 Jahre ehrt die IHK Magdeburg zusätzlich die Jubiläen ihrer ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit im Rahmen der IHK-Arbeit, denn wir haben ja die hoheitliche Aufgabe vom Staat übertragen bekommen, die Prüfungen für die Azubis abzunehmen. Und das passiert über das Ehrenamt, über die Prüferinnen und Prüfer, die sich wirklich ehrenamtlich dann engagieren und die Prüfungen in den Prüfungsausschüssen abnehmen. Ganz wichtige Arbeit für uns, kann man gar nicht hoch genug loben. 10, 15, 20, 25 und ganze 30 Jahre engagieren sich die Ausgezeichneten, um Azubis zum Abschluss ihrer Berufsausbildung zu prüfen. Ich prüfe in den Bereichen Kaufmann, Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Das war Engagement bei der Ausbildung von meinen eigenen Jugendlichen und da habe ich dann gesagt, Mensch, trittst du dabei, unterstützt es. André Rummel, Hauptgeschäftsführer der IHK, fasst die besondere Stellung der Prüferinnen und Prüfer zusammen. Die IHK Magdeburg hat ja die hoheitliche Aufgabe, die Berufsausbildung zu koordinieren und durchzuführen. Das können wir aber im Hauptamt nicht alleine. Wir brauchen Prüferinnen und Prüfer. Und so haben wir über 1200 Prüferinnen und Prüfer in 340 Prüfungsausschüssen. Und dieses Engagement, dieses ehrenamtliche Engagement, wollten wir heute im Rahmen dieser Veranstaltung würdigen und haben das auch getan und haben dann die Prüferinnen und Prüfer für ihre jahrzehntelange
Prüfertätigkeit für die Berufsausbildung ausgezeichnet. Und ohne diese Prüferinnen und Prüfer würde IHK Magdeburg nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir das ganz hoch bewerten und Danke sagen für diese Arbeit. Das wissen auch die Prüferinnen und Prüfer. Ja, solange mich die IHK braucht, bin ich gerne bereit, da weiter mitzumürfen. Aber wie gesagt, das Alter steht vor der Tür und irgendwann kann ich nicht mal die neuesten Sachen drauf haben und man will mich vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Also lange möglich mache ich es mit. Jawohl, das ist eigentlich immer eine Weiterbildung, die man da macht und man lernt ja eigentlich dann auch fürs Leben noch. Ja, die Prüfer werden vor folgende Aufgaben stellen. Es wird neue Berufe geben, gerade wenn wir wissen, dass hier sich große Unternehmen ansiedeln werden im Raum Magdeburg, also Mikroelektronik, da wird es neue Berufe geben, da müssen wir entsprechende Prüfer finden und wir haben auch das Problem, wir haben im nächsten Jahr wieder die Berufungsperiode, unsere Prüfer werden alle 2 Jahre berufen, dass wir auch wirklich genug finden. Wir haben insgesamt 1200 Prüfer und die Plätze müssen alle besetzt werden. Das wird eine ganz schöne Arbeit, die vor uns stehen wird.